haben ihren Tod vorgetäuscht, um ihre Lebensversicherung zu kassieren. Und da glauben Sie, dass die Polizei noch nichts davon mitbekommen hat? Ey, keine Sorge, mein Vater ist weg. Erstmal. Auf dem Weg in die Karibik. Ich bin an einer Sache dran und brauche deine Hilfe. Hier sind überall Überwachungskameras installiert mit direkter Verbindung auf mein Handy. Jovi, soll ich das abnehmen? Festdrücken und dich loslassen. Sonst war's das. Hier sind wir! Hier! Er hat keinen Puls. Komm schon, Jo, du kannst dich doch nicht aus dem Staub machen. Lass mich nicht allein. Jetzt komm zurück. Bleib bei mir. Sie können doch nicht aufhören. Jo darf nicht sterben. Jetzt machen Sie weiter. Sie dürfen nicht aufgeben. Weiter. Jo, jetzt komm zu mir zurück. Du kannst dich doch nicht verpissen. Hat dich dein Vater hergeschickt, um mich auszuspionieren? Nein, im Gegenteil. Er hat mir verboten, dich zu treffen. Was suchst du dann in meinen Akten? Ich dachte, vielleicht finde ich eine Vorlage für meine Projektmappe. Danach hättest du mich auch direkt fragen können. Ja, ich wollte die ganze Sache abkürzen, damit wir zum schönen Teil des Abends beginnen können. Ich glaube dir kein Wort. Ja, gut. Ganz nebenbei wollte ich schauen, ob du was gegen meinen Vater im Schilde führst. Also doch. Nein, er weiß nicht, dass ich hier bin. Für meine eigene Entscheidung. Ich wollte das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Nun, das Angenehme kannst du gerne haben. Nur bei dem Nützlichen bin ich mir nicht so sicher. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich darauf vorbereiten, eines Tages an der Spitze des Konzerns zu stehen. Und? Wenn man an der Spitze steht, dann braucht man kompetente Ratgeber. Du wolltest mir bei der Kalkulation helfen? Ja, richtig. Aber hatte sie noch ein bisschen Zeit? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also gut, produzieren wir ein paar T-Shirts. Du willst sie in Asien herstellen, das ändert an deiner Kalkulation im Grunde genommen sehr wenig. Es gibt eine sehr gute Website mit vielen nützlichen Tipps und Steuertricks. Du wirst es nie schaffen, mich auszuspionieren. Das haben schon ganz andere versucht. Vielleicht waren dir die anderen nicht nahe genug. Wie nah? Ups. Da ist ja schon die Seite. Sagen Sie bitte, Rebecca von Lahnstein, ein guter alter Freund möchte Sie wiedersehen. Sehr wohl. Wenn Sie hier kurz warten möchten? Sehr gerne, hübsches Fräulein. Was tun Sie da? Ich wollte gerade das Blumenwasser begutachten. Wieso? Scheint mir etwas zu kalt. Und die Rosen sollten spitze zugeschnitten sein. Es wäre doch schade um diese wunderschöne Borbonika. Ich liebe sie einfach. Das kann ich gut verstehen. Es ist zufällig auch meine Lieblingsrose. Gute Wahl. Eine herrschaftliche alte englische Sorte. Ja. Verzeihen Sie, aber
Sind Sie zufällig Rosenexperte? Nein, Pflanzenexperte im Allgemeinen. Ach, natürlich. Sie bewerben sich auf die Stelle des Gärtners. Sicher, deshalb bin ich hier. Ach, weil Fräulein Büttner mir ausrichtete, Sie wollten mit Gräfin Rebecca sprechen. Ja, weil, ist sie nicht für die Bewerbungsgespräche zuständig? Nein, dafür ist Elisabeth von Lahnstein zuständig. Im Übrigen finden die Bewerbungsgespräche allerdings erst morgen statt. Oh, das ist aber schade. Es tut mir so leid, dass Sie den Weg umsonst gemacht haben. Was heißt umsonst? So habe ich vielleicht der Bourbonica das Leben gerettet. Haben Sie? Ja, ich werde mich dann gleich darum kümmern. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen, Herr... Weiß, Hartmut Weiß. Weiß, Herr Weiß. Schön, sehr erfreut, Herr Weiß. Mein Name ist Stiel, Justus Stiel. Die Freude war ganz meinerseits, Herr Stiel. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bin's, Olli. Olli. Willkommen zurück. Du hast es geschafft, herzlich willkommen. So sieht's aus. Wie fühlst du dich? Hast du Schmerzen? Nee, keine Schmerzen. Das ist gut. Ja, dann sag ich mal dem Arzt Bescheid, dass du aufgewacht bist. Oder willst du lieber, dass ich bei dir bleibe? Nein, 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 wieso? Dann bin ich gleich wieder da. Dann können wir jetzt hier zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Wenn wir das als Subunternehmen über Luxemburg laufen lassen, dann ergeben sich ja riesige Steuerschlupflöcher. Was du nicht sagst. Das ist echt interessant. Weißt du, was ich jetzt echt interessant fände? Wie profitieren wir am meisten von diesen Steuervorteilen und wie müssen wir uns strukturieren? Das musst du genau jetzt wissen. Also gut. Aber nichts ist umsonst. Natürlich nicht. Loslassen, ohne dass du dich auf mich stürzt. Und ich dachte, wir beide, wir wollten gerade. Erst meine Präsentation. Und dann das Vergnügen, schon klar. Gott sei Dank, hier bist du. Was um Himmels Willen machst du hier? Ich wusste nicht, wohin. Da bist du mir eingefallen. Wenn du so nett warst. Ja, aber wir haben uns ein Bein ausgerissen, damit du fliehen kannst. Du solltest doch schon längst auf dem Weg nach Rotterdam sein und von dort in die Karibik. Was ist denn passiert? Ich habe es mir anders überlegt. Ist jetzt nicht dein Ernst? Ich will hier bleiben, in Düsseldorf. Meine Söhne leben hier. Die drei sind das Beste, was ich je in meinem Leben zustande gebracht habe. Fällt dir früh ein? Besser spät als nie. Und warum bist du jetzt hier und nicht bei Tim oder bei deinen anderen Söhnen? Ich will meine Söhne ganz vorsichtig auf meine Rückkehr vorbereiten. Das heißt, Tim, der weiß noch gar nicht Bescheid. Hat dich hier jemand gesehen? Nur ein hübsches Dienstmädchen. Und der Butler. Er kennt natürlich nicht meinen richtigen Namen. Er glaubt, dass ich Hartmut Weiß heiße. Hast du eigentlich mal was von Hartmut gehört? Hartmut? Dem besten Freund von deinem Vater? Ach, wie kommst du jetzt auf den? Weil ich hier gerade was über die Karibik lese. Der ist hoffentlich wieder gut da angekommen, wo er hin wollte. Vermisst du ihn manchmal? Wen? Hartmut? Nein, dein Vater natürlich. Ja, na klar. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass er jetzt da ist, wo er ist.
Du bist froh, dass er tot ist? Nein, nein, natürlich nicht. Ich meine einfach nur, dass ich hoffe, dass er zur Ruhe gekommen ist, wo auch immer seine Seele sich gerade befindet. An irgendeinem schönen Traumstrand. In der Karibik zum Beispiel. Du musst mit Tim reden. Du kannst nicht hier bleiben. Tim kann mich nicht noch mal in seiner WG verstecken. Das ist viel zu gefährlich. Außerdem will ich ihm das nicht zumuten. Ach, und mir willst du es zumuten? Das Schloss hier ist riesengroß. Dann bin ich wie ein kleines Mäuschen und niemand wird dich bemerken. Du selbst hast doch mir geraten, hier zu bleiben, damit ich wieder Kontakt zu meinen Söhnen bekomme. Ja, aber mit hierbleiben habe ich Düsseldorf gemeint und nicht Königsbrunn. Und vor allem, nachdem du das Geld der Versicherung zurückgegeben hast. Tja, wie stellst du dir das vor? Was willst du denn jetzt tun? Vielleicht wird sich ein Job für mich hier ergeben. Der Arzt kommt gleich. Ich habe solche Angst um dich gehabt. Kannst du mir mal meine Krankenakte geben, bitte? Ich glaube, die liegt da vorne. Blutverlust, Transfusion, Wunde genäht, keine Komplikation, alles gut. Alles gut ist gut. Du warst klinisch tot. Reanimation 10 Minuten, das ist ganz schön lang. Ewigkeit. Ich bin so froh, dass du zu mir zurückgekommen bist. Zu dir? Wieso zu dir? Ich war doch die ganze Zeit dabei, als die Sanitäter dich reanimiert haben. Ich habe immer gesagt, dass sie nicht aufhören sollen. Ach, weißt du, Olli, das sind Profis, die wissen, was sie tun. Ich habe trotzdem gesagt, sie sollen nicht aufhören und plötzlich war dein Puls wieder da. Und du glaubst jetzt, das ist Schicksal, dass wir für alle Ewigkeit miteinander verbunden sind. Bin ich dir jetzt zu ewigem Dank verpflichtet oder... Nein, ich... Weißt du, was ist? Ich glaube, es ist besser, du lässt mich alleine. Okay, dann komme ich später noch mal wieder. Das ist nicht nötig. Gut, dann sage ich wenigstens Frank und Tim Bescheid. Lass mal, bitte. Ja, aber deine Brüder müssen noch wissen, wie es dir geht. Ich werde mich wesentlich besser erholen, wenn ich alleine bin. Ich bin einfach erschöpft. Gehe ich jetzt. Mach's gut. Dir gar nicht zugetraut, dass du meinen ernsthaften Job machst und den auch noch hinkriegst. Spar dir das Geschwafel und sag gleich, was du von mir willst. Na schön, kleiner Tipp. Mach's dir nicht zu gemütlich. Und wieso? Ich denke gerade ziemlich intensiv über Kims Zukunft nach. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Sie wird viel Geld ausgeben und sehr oft heiraten. Genau gesagt überlege ich, ob sinnvoll ist, dass sie erst studiert oder ob sie nicht vielleicht einfach verschiedene Bereiche hier im Konzern durchläuft und sozusagen in der Praxis lernt. Hauptsache, du hältst sie von Entscheidungen fern, sonst könnte es teuer werden. Ich meine, irgendwann wird sie an meiner Seite das Imperium leiten. Ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Kim hat sich weiterentwickelt. Sie arbeitet sehr intensiv an ihrer beruflichen Zukunft. So, jetzt kannst du bald eine Doktorarbeit schreiben. Dr. Kim von Lahnstein, das klingt irgendwie unsexy. Weißt du, was ich unsexy finde? Dein Glas ist noch voll. Du solltest was trinken. Wenn ich trinke, dann kann ich nicht mehr denken. Dann trink bitte schnell und viel. Erst muss ich meine Hausaufgaben machen. Weißt du, ich finde dieses Schulmädchenhafte ja gar nicht schlecht, aber glaubst du nicht, dass du langsam ein bisschen übertreibst? Diese T-Shirt-Kollektion ist wirklich sehr wichtig. Ich war mal mit einer Handelsdelegation in China. Vielleicht kann ich da ein paar Kontakte aktivieren. Das
würdest du für mich tun? Alles in Ordnung. Was auch sonst. Vielleicht sollte Kim einfach deinen Job machen. Ich meine, so schwer kann es ja nicht sein, wenn selbst du das schaffst. Ich könnte gut eine neue Praktikantin gebrauchen. Ich fürchte, für mehr wird es nicht reichen bei Kim. Umso mehr freue ich mich über dein Gesicht, wenn ich sie dir vor die Nase setze. Hoffentlich hat sie was Hübsches dabei an. Das heißt, wer weiß, ob du das überhaupt noch mitkriegst. Vielleicht bist du dann schon bei der Jobsuche. Du hast ihn das Leben gerettet. Vielleicht. Ja, natürlich. Mein Bruder kann froh sein, dass du gerade da warst. Also besonders froh hat er ehrlich gesagt nicht gewirkt. Heißt? Heißt, dass er sehr zurückhaltend war, als er von einem Krankenhaus zu sich gekommen ist. Ja gut, das können die Medikamente gewesen sein. Ja, kann, aber also ich hatte ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass das alles ist. Ich glaube einfach, er will mir nicht schuldig sein. Das würde zu ihm passen. Dann hat er Sam gesagt, dass er wach wurde. Als er mich angeguckt hat und gemerkt hat, dass ich es bin, hat er seine Hand weggezogen, so als wäre er enttäuscht. Aua. Ja, aua. Aber ist völlig okay. Ich hab's jetzt kapiert. Er liebt Sam und nicht mich. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt gehen wir halt getrennte Wege. Jo, hey. Klar kann ich das anrichten. Wann denn? Nein, kein Problem. Gut, dann bis morgen. Ciao. Was? Das war Jo. Er möchte gerne, dass ich ihn aus dem Krankenhaus abhole. Der Typ hat ja wohl den Arsch offen. Ach du, ist ja kein großes Ding. Ich fahr da hin, ich hol ihn, setz ihn zu Hause ab. Wo willst du denn hin? Was erledigen? Hat dir erzählt, was passiert ist? War ja ganz schön knapp, was? Für einen Moment habe ich sogar die Radieschen schon von unten gesehen. Du warst tot? Mann, jo, scheiße. Frank, ich bin Arzt. Ich halte mich grundsätzlich nur an Fakten. Aber ich hatte schon so oft von Patienten diese Geschichten gehört, wo man... Was? Jetzt kommt aber nicht die Geschichte mit dem Tunnel und dem Licht und so. Doch, genau die volle Packung. Und Sam war auch da. Jo, haben Sie dir hier irgendwas in den Tee gemacht? Sag mal, Frank, glaubst du, es macht mir Spaß, dir hier irgendwas vorzuquatschen? Glaubst du, ich saug mir das alles aus den Fingern? Also, wenn du mir nicht glaubst, dann kannst du gleich wieder gehen, ja? Schon gut. Tut mir leid. Das mit Sam... Ich weiß, wie es ist, wenn man sein Leben gemeinsam plant und das ist dann von heute auf morgen alles vorbei. Saskia ist nicht tot. Sie hat dich verlassen, weil sie es nicht mehr mit dir ausgehalten hat. Aber Sam, der hatte noch nicht mal die Wahl. Was ist dann passiert? Du hast Sam gesehen und was ist dann passiert? Er wollte, dass ich zu ihm komme. Aber du bist hier geblieben. Frank, ich weiß, dass du wegen Olli hier bist. Weil du der Meinung bist, dass ich nicht gut bin für ihn. Und ich gebe dir auch recht. Ich weiß, dass ich nicht gut bin für ihn. Aber vorher, als ich vor Sam stand und zu ihm gehen konnte, aber es nicht getan habe, ich habe mich entschieden. Für mein erbärmliches Leben. Ich habe so viele Jobs in meinem Leben gemacht. Ich kann inzwischen wirklich alles. Außer vielleicht einen offenen Herzen operieren. Das glaube ich dir. Gärtner, Elektriker, Klempner, Hausmeister, Stallbursche, Kellner, Koch, Schornsteinfeger, Babysitter, Chauffeur. Ja, ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Such dir etwas aus. Ich mag dich wirklich sehr, Harro. Das beruht ganz auf Gegenseitigkeit.
Aber du kannst nicht hierbleiben. Versicherungsbetrug, das ist kein Kavaliersdelikt. Und naja, wenn das rauskommt, dann bin ich dran. Ganz zu schweigen von der Presse, die sich sofort da drauf stürzen würde. Und das würde dann wieder meiner Familie und dem Konzern schaden. Schon gut, ich habe verstanden. Es tut mir wirklich leid. Das muss es nicht. Ich finde dich immer noch nett. Ich gebe dir trotzdem nein, fürs Hotel. Nein, auf keinen Fall. Das werde ich nicht annehmen. Aber du brauchst doch... Ey, ich komm schon klar. Keine Sorge. Du hast bisher so viel für mich getan. Dem hat sich eine wundervolle Frau ausgesucht. Klar, er ist ja auch mein Sohn. Mach's gut, Rebecca. Und danke für alles. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Schon gut. Wenn du irgendwas brauchst, ruf mich an. Ich weiß ganz genau, was du denkst. Der Typ guckt mich sonst mit dem Arsch nicht an. Was will der überhaupt hier? Und soll ich dir was sagen? Ich weiß es selbst nicht. Vielleicht habe ich mich bei Tim mit seinem Familienvirus angesteckt. Aber ich helfe dir da raus. Da bin ich immer gespannt. Warum hast du dich eigentlich fürs Weiterleben entschieden, wenn das alles so erbärmlich ist? Tja, das frage ich mich echt auch. Weißt du, im Liebsten würde ich sagen, in Ordnung. Denk doch von früh bis spät an deinen Sam. Bade in Selbstmitleid. Aber da draußen ist ein Mensch, der leidet wie ein Hund. Von dir mal ganz abgesehen. Frank, ich habe überhaupt keine Lust, darüber zu reden. Ja, aber ich? Du versaust dir nämlich eine Riesenchance auf eine glückliche Beziehung, du Vollidiot. Wenn du so weitermachst, ist Olli weg. Und das weißt du. Das ist wahrscheinlich eh besser für ihn. Das denke ich seit 40 Jahren und du bist immer noch da. Überleg dir gut, ob du Olli aus deinem Leben streichen willst oder nicht. Für Menschen wie uns liegt das Glück nicht an jeder Straßenecke. Für dich schon gar nicht. Weil willst du das wissen? Wir sind Brüder, Jo. Hinsetzen. Das ist jetzt nicht wahr. Ja, allerdings, dieser Typ hat sich Zugang zu unserem Stall verschafft und hat übernachtet im Stroh. Ich rufe die Polizei. Was? Nein, nicht die Polizei. Und wieso nicht? Weil ich kenne ihn. Du kennst ihn? Das ist ein Obdachloser. Obdachloser? Was für ein hässliches Wort. Er ist nicht obdachlos. Und warum hat er dann in unserem Stall übernachtet? Früher hat man dazu Landstreicher gesagt. Das gefällt mir. Das hat so was Romantisches. Ja, können Sie jetzt bitte mal die Klappe halten? Also, du hast gesagt, du kennst ihn. Und woher, wenn ich fragen darf? Das war eine wunderbare Nacht. Mhm, das fand ich auch. Das war Ironie, Kim. Ich weiß, aber ich mein's ernst. Das war 100% Arbeit und 0% Vergnügen. Ja, stimmt. Ich muss sagen, die Gewichtung war für dich ein bisschen ungünstig. Ah, Justus. Wissen Sie, wo meine Tochter steckt? Haben Sie schon in Ihrem Zimmer nachgesehen? Selbstverständlich habe ich das. Wurde Ihr Bett schon gemacht heute Morgen? Es war unbenutzt. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, bringen Sie mir eine Flasche Wasser. Sehr wohl. Und das alles präsentierst du heute Ansgar? Mhm. Er will sehen, was ich drauf habe. Er hat große Pläne mit mir. Du konzentrierst dich tatsächlich auf deine Karriere. Ja, was soll ich machen? Ich bin ein Lahnstein. Und nebenbei willst du noch ein bisschen für deinen Vater spionieren. Sagen wir es mal so. Wenn du etwas gegen ihn im Schilde führst, dann werde ich es herausfinden. Dann bin ich ja mal gespannt. You
Gut, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Die Freude ist ganz meinerseits. Kim, ich bin's. Hör zu, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wo steckst du denn? Meld dich mal bei mir. Ich hoffe, du tust nichts Unüberlegtes. Okay? Also meld dich. Hartmut Weiß also. Können Sie sich ausweisen? Ja, ich fürchte, nein. Ich habe kürzlich alle meine Papiere verloren. Na, so ein Zufall aber auch. Aber ich bekomme bestimmt bald neue. Ich kann den Namen bestätigen. Er ist quasi ein Geschäftspartner. Er handelt mit Pferden. Ja, ich liebe Pferde über alles. Ja, er will vielleicht sogar eines von uns kaufen. Du weißt doch, dass Faust zum, ich meine natürlich Mephisto, zum Verkauf steht. Und deswegen übernachtet er in unserem Stall. Wissen Sie, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu den Pferden. Rein platonisch, versteht sich. Ich teste immer zuerst, ob die Chemie zwischen mir und dem Pferd stimmt. Indem Sie in unseren Stall einbrechen. Ich habe Ihnen den Stall geöffnet. Ja, und da muss ich dort wohl eingeschlafen sein. Oh, guten Morgen, Herr Weiß. Schön, dass Sie da sind. Ich bin gleich für Sie da, ja? Lassen Sie sich Zeit. Also gut, Herr Weiß. Dann muss ich mich wohl bei Ihnen entschuldigen. Keine Ursache. Nächstes Mal sagst du mir vorher Bescheid. Klar, ich hab's einfach nur vergessen. Oh. Nimm Mephisto! Was hast du dir dabei gedacht? Herr Weiß? Wenn Sie denn jetzt bereit wären für das Bewerbungsgespräch? Bewerbungsgespräch? Ja, hier ist eine Gärtnerstelle frei geworden. Hat sich so ergeben. Ich komme. Haro! Hä? Dafür nicht. Bleib doch noch. Wieso soll ich dir noch bei irgendwas helfen? Ich dachte, wir trinken vielleicht noch einen Kaffee zusammen. Tut mir leid, ich muss los. Olli, wegen gestern. Es tut mir leid, dass ich so komisch war. Muss es nicht. Doch, ich hab das nicht so gemeint. Doch, das hast du. Ist auch völlig okay, wirklich. Du hast mir oft genug gesagt, ich soll mir keine falschen Hoffnungen machen. Wenn ich es dann trotzdem mache, dann ist das ja nicht dein Problem, sondern meins. Ne? Und ich komme damit klar. Du hast gesagt, wir können nicht mehr sein als Freunde. Das habe ich jetzt kapiert. Vielleicht klappt es ja trotzdem irgendwann, dass wir befreundet sind. Aber bis dahin, da würde ich dir gerne ein bisschen aus dem Weg gehen. Mach's gut. Mach's gut. Verdammt nochmal, wo hast du gesteckt? Ich hab mir Sorgen gemacht. Reg dich nicht auf, ich bin erwachsen und ich kann sehr... Dachte ich's mir doch, du warst bei Mertens. Du hast die Nacht bei ihm verbracht, richtig? Obwohl ich gesagt habe, dass ich das nicht will. Nee, hab ich nicht. Was dann? Wart ihr feiern die ganze Nacht in irgendwelchen Clubs? Kim, ich dachte, du widmest dich deiner Aufgabe, die ich dir gegeben habe, die Sache mit den T-Shirts. Ich dachte, ich kann dir vertrauen, weißt du, das muss ich nämlich, wenn wir zusammen dieses Unternehmen... Wenn du mal ganz kurz die Luft anhältst. Ja. Was ist das? Konzept und Kalkulation zur Entwicklung einer marktreifen T-Shirt-Kollektion. Moment, wann? Wie hast du das denn gemacht? Indem ich mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen habe. Ich bin fix und fertig und würde mich jetzt gerne ein bisschen hinlegen. Sei denn, du brauchst noch irgendwas? Nee? Nein, natürlich. Ruh dich aus. Ich lese mir das inzwischen durch. Ach, und Kim! Tut mir wirklich leid, dass ich dich zu Unrecht verdächtigt habe. Und dass du dir dafür die Nacht um die Ohren schlagen musstest. Hat Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Wir leuchten das Ganze mit zwei Bicolors aus und dann müsstest du... Tim? Ich bereite gerade das Fotoshooting vor. Hab ja ein paar Ideen. Ich muss aber mit dir reden. Es geht um deinen Vater. Der ist doch hoffentlich auf dem Schiff Richtung Karibik. Hm, schön wär's. Dann sitzt er in Rotterdam fest. Hm, er steckt auf Königsbrunn fest. Wie bitte? Ja, er ist ja gestern Abend aufgetaucht, ganz plötzlich. Ich habe ihn weggeschickt und dann hat er heimlich bei uns im Stall übernachtet. Tristan hat ihn erwischt und ich konnte gerade noch so verhindern, dass er die Polizei anruft.
Das darf doch nicht wahr sein. Warum ist er denn schon wieder hier? Weil seine Söhne hier leben. Frank und Jo wissen noch nicht mal, dass er noch lebt. Wenn die rausbekommen, dass er seinen Tod vorgetäuscht hat, um die Versicherungssumme zu kassieren, dann... Er hat sich sogar bei uns als Gärtner beworben. Unter falschem Namen. Ach, dann meint er das ernst. Hm. Tim, ich mag deinen Vater wirklich sehr gerne. Und ich will auch nicht, dass er ins Gefängnis kommt. Aber ich kann ihn unmöglich auf Königsbrunnen verstecken. Und ich kann ihm auch keinen Job unter falschem Namen geben. Nee, auf gar keinen Fall. Du sollst auf gar keinen Fall dich um einen alten Herrn kümmern müssen. Ich erledige das. Verlass dich drauf. So, Herr Weiß, Herr Weiß, ich meine, mich erinnert zu haben, dass ich Sie gebeten habe, hier zu warten. Ich warte doch. Es war nicht die Rede davon, dass Sie den Kuchen der Herrschaften essen. Aber das fällt doch gar nicht auf, wenn so ein kleines Stückchen fehlt. Ich meine, das wusste nicht. Ich dachte, dass der Kuchen vom Vortag übrig geblieben ist und... Herr Weiß, bitte fragen Sie zukünftig, bevor Sie Schlussfolgerungen ziehen, ja? Natürlich, Sie haben ja vollkommen recht. Danke übrigens, dass Sie ein gutes Wort bei der Gräfin für mich eingelegt haben. Ich habe lediglich bemerkt, wie besorgt Sie um unsere Schnittrosen waren. Ich hatte den Eindruck, dass die Gräfin große Stücke auf ihr Urteilsvermögen hält. Naja, gut, es kann sein, dass sie das tut. Hat man Ihnen Ihr Zimmer bereits gezeigt? Ja, das ist wirklich sehr schön. Sehr schön. Dem übrigen Personal werde ich Sie selbstverständlich noch vorstellen. Oh, unsere Köchin Linse kennen Sie ja bereits. Hallo. Guten Tag. Dieser Kuchen, ist das Ihr Werk, Frau Linse? Selbst Sie backen. Köstlich. Frau Linse, Sie sind ja eine wahre Künstlerin. Wenn ich nicht gerade Ihren Job angenommen hätte, würde ich Sie fragen, ob Sie mit mir durchbrennen. Naja. Ach, da fällt mir noch etwas ein. Meine Papiere wurden mir ja während der Überfahrt gestohlen. Es wird also noch ein Weilchen dauern, bis ich sie nachreichen kann. Das dürfte kein Problem für uns darstellen. Reichen Sie die Unterlagen einfach ein, sobald sie Ihnen vorliegen. Das geht schon in Ordnung, Herr Weiß. Sehr nett von Ihnen, danke sehr. Ja. Jetzt aber aufessen. The way that things go, when what you fight for starts to fall, and in that fuzzy picture, the writing stands out on the wall. So clearly on the wall. Für die Rückzahlung der Subvention sollten mir mindestens 4 Monate länger Zeit eingeräumt werden. Ich muss die Firma erst mal übernehmen, bevor ich sie verkaufen kann. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Wir müssen nur dem Fördergremium erklären, warum sie das Bauvorhaben verzögert. Störch? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Setz dich. Welche Gründe könnten wir für die Fristverlängerung denn anführen? Das lassen Sie meine Sorge sein. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Für Sie ist nur wichtig, dass die Kriegskasse gefüllt ist und Sie Lahnstein Enterprises wieder zurückerobern können. Ja, ich arbeite daran. Zusammen mit meiner Tochter. Ist es nicht schön, wenn die Kinder in die eigenen Fußstapfen treten? Ja, in der Tat. Kim ist sehr interessiert an den wirtschaftlichen Zusammenhängen und den Abläufen hier in der Firma. Sie hat die ganze Nacht in der Bibliothek verbracht. Ach, hat sie das? Ja, sie ist sehr fleißig und talentiert. Ich... Ich habe verstanden, was man von mir erwartet und bemühe mich, niemanden zu enttäuschen.
Überraschung. Rebecca hat's mir erzählt. Mensch, Papa, was machst du hier? Ich habe hier einen Job als Gärtner. Und ein Zimmer. Hier im Schloss. Du kannst hier nicht bleiben. Aber das ist perfekt. Sag mal, kannst du auch mal irgendwann an andere Menschen denken als nur an dich? Natürlich. Ich denke an euch, meine Söhne. Die ganze Zeit. Hat sie Rebecca nicht klar und deutlich gesagt, dass sie nicht will, dass du hier bleibst? Da hatte ich den Job noch nicht. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Du ziehst sie doch mit deinen kriminellen Machenschaften mit rein. Was machst du denn, wenn der Versicherungsermittler dich hier findet? Was soll denn Rebecca sagen, dass sie dich unter falschem Namen angestellt hat oder dich hier versteckt? Als Komplizin macht sie sich doppelt strafbar. Der Versicherungsfritze wird mich garantiert nicht finden. Rebecca hat schon ihren Bruder für dich angelogen, um dich hier zu schützen. Was erwartest du von ihr, dass sie die ganze Familie anlügt? Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Wie immer. Weißt du, ich hätte nur noch einen Wunsch, in deiner Nähe zu sein. In der Nähe meiner Söhne. Ihr seid das Einzige, was mir noch geblieben ist. Und ich wollte dich nicht noch mal um Hilfe bitten. Ich wollte es selbst schaffen. Und jetzt habe ich einen Job und muss niemand mehr zur Last fallen. Das ist mein Weg, um in eurer Nähe zu sein. Wenigstens eine Zeit lang. Papa, ich bin ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Gib mir wenigstens eine Chance. Hallo. Was machst denn du hier? Ich wollte zu dir. Solltest du nicht zu Hause sein und dich erholen? Ja. Aber ich habe Hunger. Was? Ja, ich habe Hunger und bei mir war nichts mehr im Kühlschrank. Ja gut, dann ruf halt einen Lieferservice an. Ich bin der Lieferservice. Nudeln, Soße. Ich koche was für uns. Ich habe dir doch schon erklärt, warum das keine gute Idee ist. Ja, ich weiß. Aber? Ich kann im Moment ganz schlecht alleine sein. Okay, dann komm halt rein. Ja, okay, wir telefonieren. Ich halte sie auf dem Laufenden. Alles klar. Ich bring dich noch zur Tür. Du hast deinen Vater vollends überzeugt. Danke für deine Hilfe. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe dich unterschätzt. Per, das war noch nicht alles. Wenn ich mitbekomme, dass du was gegen meinen Vater planst, dann bist du dran. Darauf kannst du dich verlassen. Erstmal bin ich dran mit meiner Belohnung für letzte Nacht. Ganz sicher nicht jetzt und hier. Wann? Beim nächsten Treffen. Wann? Wir telefonieren. Du spielst mit dem Feuer, Cam. Verbrenn dich nicht. Darauf lass ich es ankommen. Ganz schön lecker aus. Viel besser als die Fertigsoße, die ich mitgebracht habe. Was ja auch keine große Kunst ist. Kochen kannst du also auch. Wieso auch? Naja, du siehst total toll aus, bist charmant, nett, lustig und du kannst Cocktails mixen. Jo, was soll das werden? Ich zähle nur die Dinge auf, die mir an dir gefallen. Ja, das kann ich aber nicht mehr. Du bist nett zu mir, dann bist du plötzlich scheiße. Dann bist du mit mir befreundet sein, plötzlich doch nicht mehr. Dann machst du mir Hoffnung, dann heißt es, ich kann nichts für dich empfinden. Ich mach das doch nicht mit Absicht. Ja, es kann ja sein, aber es geht so, seit ich dich kenne, seit Monaten. Und das kann ich nicht mehr. Ja, ich weiß, ich bin total verkorkst. Wahrscheinlich brauche ich auch Hilfe. Die kann ich dir aber nicht geben. Warum nicht? Weil ich mich in dich verliebt habe. Olli, du hattest doch mal gesagt, du willst mich entweder ganz oder gar nicht. Ich habe mich entschieden. Ich entscheide mich für ganz. Als der Lastwagen plötzlich vor mir stand und mich nach Rotterdam mitnehmen wollte, da wusste ich, das kann ich nicht. Nicht jetzt. Ich habe nicht lange überlegt und habe ihn einfach wegfahren lassen und bin dann zurückgekommen. Ohne zu wissen, wie es weitergeht. Es fühlt sich richtig an, bei euch zu sein. Ach, auf einmal, ja?
Ich war ein lausiger Vater und hätte mich mehr um euch kümmern sollen. Aber irgendwas ist immer dazwischen gekommen. Ja, in der Regel eine Frau. Ja. Aber diesmal will ich es anders machen, besser. Was, wenn es dafür schon zu spät ist, hä? Nein, ist es nicht. Papa, du hast mit deinem vorgetäuschten Tod nicht nur die Versicherung betrogen, sondern auch uns, deine Söhne. Es war nicht meine Absicht. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch solche Sorgen gemacht habe. Was glaubst du eigentlich, wie Jo und Frank reagieren, wenn du leibhaftig vor ihnen stehst? Ich werde ihnen alles erklären und absolut ehrlich sein. Wenn du überhaupt die Chance noch dazu hast und Frank dich nicht sofort einsperrt oder Jo dir irgendeinen schweren Gegenstand gegen den Kopf wirft. So schlimm? Schlimmer. Die Jungs haben mit dir abgeschlossen. Willst du es wirklich wieder aufreißen? Ich bin ihr Vater und lebe. Ich will mit den ganzen Lügen aufhören. Auch auf die Gefahr hin, dass sie dich einsperren? Oder du dir eine blutige Nase einfängst? Ja. Vielleicht meinst du das sogar wirklich ernst, aber... Jo, wie soll das gehen? Du liebst immer noch Sam, daran hat sich nichts geändert. Doch, es hat sich was geändert. Ich habe ihn gesehen, Sam. Als mein Herz aufgehört hat zu schlagen, habe ich ihn gesehen. Ich hätte für immer bei ihm sein können. Und fast hätte ich es auch getan, wenn du nicht gewesen wärst. Charlie, ich weiß, du hast mir das Leben gerettet. Nicht, weil du meine Blutung gestoppt hast oder weil du den Sanitäter dazu gebracht hast, mich nicht aufzugeben. Du hast mir einen Grund gegeben, weiterzuleben. Falls du jetzt denkst, dass du mir irgendwie was schuldig bist. Nein, 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 das meine ich gar nicht so. Ich habe nur begriffen, dass ich nicht so weitermachen kann. Ich muss Sam loslassen. Und ich will mit dir zusammen sein. Meinst du das wirklich ernst? Oder überlegst du es jetzt morgen wieder anders? Ich kann dir keine Garantie geben, aber ich möchte es auf jeden Fall versuchen. Auch wenn ich Angst habe, aber ich habe noch mehr Angst, dich zu verlieren. To you.